Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies ist mein 6. Video über das Glück. Und die Lektion, über die wir heute sprechen werden, und das ist eine Lektion aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Diese Lektion ist sehr passend für das, was ich gerade mache. Ich bin nämlich gerade unterwegs in den Bergen. Ich unternehme eine Wanderung in den Bergen Thailands. Ich bin in Thailand. Und die Lektion aus dem Buch ist: Glück, das ist eine schöne Wanderung inmitten schöner, unbekannter Berge. Ja, Glück, das ist eine gute Wanderung inmitten schöner, unbekannter Berge. Warum ist das Glück? Nun, es belebt den Körper. Ja, ich bewege mich, ich wandere und ich habe eine gute Aussicht. Ja, hier. Eine schöne Aussicht, ja. Und der Autor dieses Buches, Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück, hat diese Lektion in diesem Buch erwähnt, ja. Es ist eine von 7 Lektionen und ja, es gibt viele Aktivitäten, die einen glücklich machen. Und ich denke, es ist wahr, dass eine gute Wanderung eine dieser Aktivitäten ist. Ja, es ist schön, eine Wanderung zu unternehmen. Es ist gut, in der Natur zu sein. Es ist gut, seinen Körper zu bewegen. Und es macht glücklich. Das stimmt. Was denkst du? Ist das etwas so Besonderes, dass man es erwähnen sollte, wenn man nur 7 Lektionen hat? Ja? Er hat nur 7 Lektionen geschrieben und das war genau eine davon. Oder hätte er auch eine andere Tätigkeit auswählen können? Ja? Eigentlich hätte er auch sagen können, Glück, das ist auf eine Party zu gehen mit Freunden. Glück, das ist eine Fahrradtour. Ja, Glück, das ist eine Wanderung auf einem flachen Gebiet. Ja, er hätte ganz viele Sachen sagen können, aber nein, der Autor hat sich dazu entschieden zu schreiben, Glück, das ist eine gute Wanderung inmitten schöner, unbekannter Berge. Was denkst du, ist das etwas, das sehr speziell ist, das nur für den Autor gilt und für eine kleine Gruppe von Menschen? Oder könnte man schon sagen, ja doch, eigentlich macht das fast alle Menschen glücklich, eine gute Wanderung zu machen. Ja? Und was macht dich glücklich? Ja? Was macht dich glücklich? Das ist die heutige Frage. Ich bin gespannt, was du so denkst. Schreibe mir in den Kommentaren. Und was möchtest du nächstes Jahr mehr machen, damit du glücklich bist? Ja, das ist die Frage, die heutige Frage. Und ich bin gespannt, was du denkst. Bis morgen.